Hallo und herzlich willkommen zurück zur ersten Folge Drakensang Filiassons Geheimnis. In den letzten zwei Folgen sind wir hier durch diese Hallen des Vergessens geirrt, mehr oder weniger, geführt von diesem komischen Djinn und sollten Kugeln sammeln. Also So gut Kristalle. ihr aufräumt, traut sich bald kein namenloses Viehzeugs mehr unter eure Augen. Aber das Wichtigste, wir haben alle Kristalle. Genau, und jetzt haben wir alle Kommt Kristalle. in die große Halle zu unserem steinernen Freund, wenn ihr soweit seid. Mal sehen, was jetzt passieren wird. Jetzt haben wir alle Kristalle, jetzt können wir irgendwie dieses Tor benutzen, wohl, so wie ich das verstanden habe. Und da bin ich mal gespannt, wohin das führt. Achso, das Tor meine ich. So, da ist er. Oh, der geht doch ein Stück. Interessant, ich dachte, der portet sich nur. So, und da haben wir die große Halle. Ja, warum sollte man nicht bereit sein? Ah, ich drücke mal Leertaste so LOL-mäßig, weil es so, damit man beim Mannequin bleibt, aber bleibt ja automatisch da. Wenn du bereit bist, weiterzugehen, dann komm zu mir. Ja, dann. Ich bin bereit. Du hast es geschafft. Du bist wahrlich nicht wie die anderen hier. Danke, danke. Man tut, was man kann. Wer hätte gedacht, dass der alte Findling einst mein Genie würdigen würde? Bah, du doch nicht. Sondern du, fremder Besucher. Mit den 6 Kristallsphären besitzt du die Macht über die Siegel der Elemente. Allerdings eine Hürde wartet noch auf dich. Die Schatten des Ursprungs. Geh nun und sei vorsichtig. Die Schatten des Ursprungs. Das werde ich sein. Hab Dank. Was sind denn die Schatten des Ursprungs, bitte? Bin ich ja mal gespannt. Oh ja, bück dich. So, dann mal auf zu den Schatten des Ursprungs. Lauter Kisten. Vielleicht gibt es ja geilen Stuff. Nicht wirklich. Obwohl, ich glaube, dieses Bolzenzeug nehme ich sogar mal mit hier. Na? Das kann er zwar mal nehmen, aber. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Da könnte vielleicht ein interessantes Rezept bei sein. Ich weiß nicht, ob man die für Pfeile braucht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es da irgendwas Schönes zu basteln. Man weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall sind hier eine Menge Kisten. Aber nur Scheiße irgendwie. Zerbrochene Pfeile. Wer braucht denn zerbrochene Pfeile? Und wofür? Da kann ich mir jetzt auch. Oh, ja doch, das ist richtig. Kein Reim draus machen, wer zerbrochene Pfeile mitnimmt. Und ich meine, man sieht sich mal bitte unseren beträchtlichen Geldbetrag an. Der ist nicht so niedrig, dass wir sagen müssten, wir brauchen jeden Scheiß. Würde ich mal behaupten. Das mögen jetzt vielleicht auch andere Menschen wieder anders sehen, aber das ist so meine Ansicht. Und ich hatte irgendwie gedacht, es geht hier ein bisschen mehr ab, nachdem wir die Kristalle abgegeben haben. Deswegen habe ich das ja auch extra in den neuen Part gepackt. Mal sehen, vielleicht kommt das ja noch. Komm näher. Oh. Die Siegel unseres ersten Aspektes warten. Ja. Sei gegrüßt, Gesandter des Schicksals. Du bist gekommen, den Kreis der Elemente zu brechen. Ja gut, die Urima-Priesterin, aber wie? Ihr seid tot? Wir sind nicht, Mayana, die Urima-Priesterin. Wir sind die Schatten des Ursprungs. Ich will mehr darüber erfahren. Das ist mir jetzt ein bisschen zu schlauerig, die Antwort. Wann soll es so sein? Was ist der Kreis der Elemente? Und warum muss ich ihn brechen, um von hier wegzukommen? Solange der Kreis der Elemente besteht, bleibt das Portal des Drachen verschlossen. Die 6 Siegel des Kreises kann nur öffnen, wer die 6 Kristallsphären besitzt. Jedes Siegel ja. wird von ehernen Wächtern des Erzes bewacht. Sobald eine Kristallsphäre ein Siegel geöffnet hat, entfesselt es die Macht des Elementes, mit dem es verbunden ist. Erst wenn dies geschieht, werdet ihr die Wächter eines Siegels besiegen können. Gut, ich weiß, was zu tun ist, aber warum helft ihr mir gegen die Ehren... Ehirnen Wächter. Das Wort überspringen wir.
Warum helft ihr mir gegen die Wächter des Erzes? Seid ihr nicht genau wie sie hier, um diesen Ort zu beschützen? Du bist der Gesandte des Schicksals. Genau wie du existieren wir, um den Ursprung zu schützen. Bis auf den Torwächter sind die Ehrenwächter an die Siegel gebunden, um sie zu verteidigen. Sind sie besiegt, kehren sie zurück zum Ursprung. Na schön. Schön gut. Will ich noch mehr wissen? Ja, lass uns mal den Kreis hier brechen. Wie du willst, Gesandter des Schicksals. Folge mir. Lass mich die Türe öffnen. Ich erwarte dich in die innere Kammer. Sehr schön. Können die eigentlich ausrauben? Nee, leider nicht. Das hätte ich jetzt ein bisschen lustig gefunden. Gibt's hier eigentlich irgendwas Cooles zu sehen, so? Das könnte vielleicht das Tor des Drachen sein. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Boah, und die schleicht hier rum, ey. Die ist auch nur ein Schatten ihrer selbst, so langsam wie die ist. Okay, ich sollte echt mit diesen total unlustigen Witzen aufhören. Gut. Dies ist das Siegel der Luft. Uns ist sie sehr gut verhältst. Ach so, ich muss jetzt hier erstmal quasi hier hingehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wollte. Das scheint so eine Wave Clearen sein, zu sein irgendwie. Ich hab's jetzt noch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall haben wir diese Helfer und die prügeln jetzt mit drauf. Jetzt verpissen die sich wieder. Mehr Siegel kann ich hier auch nicht anbringen. Jetzt geht's scheinbar weiter. Also muss ich die Siegel anbringen und dann die Viecher töten und dann war's das, oder was? Das war ja bis jetzt einfach. Also wenn das so weitergeht, dann ist ja gar keine Herausforderung. Du bist so schlecht im Fallen, Dings, ne? Da kannst du eigentlich direkt durchlaufen. Putz, war klar. So, hier laufe ich mal rein. Ah, eine Giftfalle, diesen Scheiß. Brandfallen sind auch kacke. So. Ich habe immer die Hoffnung, dass da so diese Tishiana-Münzen drin sind. Weil ich, wie gesagt, ich glaube, dass die recht teuer sind. Ich meine, da wäre was gewesen, dass die nicht gerade günstig gewesen sind. Und sowas kann man dann natürlich schon mal mitnehmen. Oh, fick dich. Weil so, keine Ahnung, 2 Dukaten oder so sind. Ja, obwohl, so viel wird es wahrscheinlich auch nicht bringen, aber vom Prinzip her auch nicht zu verachten. Stirb mal. Stirb doch nicht, schade. Tishiana und Verbände, sehr gut. Die Verbände werde ich jetzt direkt mal wieder benutzen. So. Unser Djinn hält ziemlich lange, ne? Ja. Coole Sache. Coole Sache. Mach nochmal, wegen der Sofortheilung. Jetzt verkackt er sowieso. Nein, sehr gut. Oh. Der Auto, der kann das ab. So, hier vorne glitzert es wieder. Eine Vase. Warum glitzert die Vase eigentlich? So, dann clearen wir hier mal die Wave quasi. Putzen wir weg. Ersten weggeputzt. Beziehungsweise jetzt. So. Und dann mal bitte alle zusammen. Ja, komm, wir brutzeln mal den weg. Brutzeln. Ja, haben wir haben jetzt unseren Brutzler. Boah, die Attacken muss ich auch echt mal lernen, irgendwie. Wenn das möglich ist. Das würde mich echt mal interessieren. Das wäre echt so eine Attacke, die ich gerne mal lernen würde. So, Raum geklärt. Komm, Skelett. Nein, leider nicht. Skelette finde ich immer ganz interessant. Da könnten wir
eigentlich ganz schöne Sachen bei sein, aber kann man leider nicht benutzen bzw. ausrauben. Schade eigentlich. Hier sind noch ein paar Vasen und noch ein Doda. Nicht Vasen, Truhen und eine Vase. Oh, da ist aber viel drin. Aber auch viel Scheiß. Gerade nur die Hälfte gebraucht. Bop, bop. Warum eigentlich so viele Fackeln? Hier ist gar nicht dunkel. Sandstein war klar. Was auch sonst, ne? Ich meine, alles andere ist natürlich auch langweilig. Sandstein ist natürlich viel spannender. So, hier geht's weiter. Und da kommt bestimmt gleich wieder eine Falle, wo wir voll durchlatschen. Aber ganz ehrlich, juckt uns das? Nein! Von diesen T-Shirts haben wir echt jetzt mittlerweile auch recht viele, muss man sagen. Mal kurz gucken, na, 40 Stück, das ist gar nicht mal wenig. Vielleicht hat er noch welche, das weiß ich jetzt nicht. Ja, nochmal 33 Stück, also da war echt, das könnte nicht Geld geben. Wenn ich mich da nicht vertan habe, aber bei 70 Stück sollte es auf jeden Fall nicht Geld geben. Gut, hier gibt es jetzt scheinbar fettere. Dies ist das Siegel des Wassers. Uns ist es Symbol für Unergründlichkeit. Benutze einen der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln und das Siegel zu brechen. Erst dann kannst du die ehernen Wächter bezwingen. Warum mache ich das denn nicht? Einfach direkt. Wasser bedeutet grenzenlose Tiefe und stete Wandlung. Seine Magie vermag auch die stärksten Rüstungen ja zu schwächen. Sanyasa! Ja? So. Bei meiner dann haben wir diese Steine und dann kloppt man da so drauf und eigentlich müsste es ja eigentlich nichts bringen. Ah, der hat aber auch nicht viel Leben. Den hauen wir jetzt locker weg hier. Butz. Der hat Rüstungsschwäche, okay. Ich finde es interessant, ob man das wirklich nur machen könnte, wenn man dieses Ding einsetzt. Oder ob man den nochmal so töten könnte. Das würde mich mal echt interessieren. Weil ich weiß nicht, das wäre richtig. Das wäre total blöd eigentlich. Einer weniger! Also fände ich zumindest. Lass uns aufbrechen zum Glättensee. Ja, komm, mach mal hinne. Unsere Gestalt wird einem anderen Aspekt von uns entsprechen. Boah. Jetzt braucht ihr bestimmt eine halbe Stunde bis zur Tür. Ist das dein Ernst, Vibe? Mach mal hinne. Hallo. Oh Gott, ich sehe schon. Die braucht Ewigkeiten. Dann können wir uns ja mal unsere schöne Rüstung angucken, die ihr so schön backt. What the fuck? Komm näher. Oh. Die Siegel unseres zweiten Aspektes waren. Ja, gerne. Ach, schade. Ich dachte, das wäre so durchsichtig, dass man da so... Aber leider ist sie komplett durchsichtig und nicht nur das Kleid. Gut, ich sollte aufhören, so pubertierend zu sein hier. Aber weißt du was, ich könnte mir eigentlich mal so einen Armatrotz machen, aber das ist doch völlig witzlos. Warum erzähle ich eigentlich so eine Scheiße? Es muss an der Uhrzeit liegen, ey, schlimm. Gut, was haben wir denn hier? Wieder so Wildschrat? Wildschrat. Dies ist das Siegel des Humus. Uns ist der Symbol für Lebenskraft. Benutze eine der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln. Erst dann kannst du die Ehre entwechseln. Gar nicht. Ich kann hier so töten, oder sehe ich das gerade falsch? Ach so, das ist ja lustig. Also irgendwie nicht, aber... Das war jetzt ja irgendwie... Also ich habe das jetzt auch mal ausprobiert. Das hat mich schon irgendwie interessiert auch. Ob man die dann einfach nicht töten kann oder wie das läuft. Aber man kann sie töten, aber sie kommen einfach wieder. Das ist schon krass. Gut, wir sind down.
trotz der Heilover. Das ist natürlich bitter. Für den Kaiser! So. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen besser mich aufstellen. Und mal ordentlich Damage. Ordentlich Damage hauen. Wir haben gar keinen Damage, wir sterben gerade. Wir kriegen ja derbs auf die Fresse. So, Fokus mal den da. Und Ardo, du schlürfst dir mal so ein Tränklein. Zack, und gehst dann wieder auf den hier. Und was ihr auch mal machen könnt. Zack. Was? Ja, das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, oder? So. Aber ich glaube, da macht man immer so einen Schaden ungefähr mehr mit. Das kann natürlich den Unterschied ausmachen. Vorgrim Tank natürlich auch eine Menge, aber das ist gut. Also Vorgrim Tank 2, nur 1, das ist eigentlich ganz angenehm. Sollten die beiden eigentlich schaffen. So, Ausdauer haben sie beide auch noch ganz gut. Dann mach nochmal deine Attacke hier. Ja komm, den kriegt er wohl mal. Boah, mach doch mal. Vorgrim. Nicht sterben. So war das nicht abgesprochen. So. Komm, greif mal an hier. Ja, sehr schön. Gut, jetzt auf den. Sechs Schaden. Boah, die sind echt hart hier. Die hauen echt rein. Also ich glaube, mit dem Magier wäre das noch ganz angenehm gewesen. Also mit unserem Hauptcharakter. Aber jetzt wirklich nur mit den beiden hier, die machen denen echt nicht so viel Schaden, weil die halt diese enorme Rüstung haben, dadurch, dass sie einfach Steine sind. Ne? Also erkläre ich mir das zumindest. Oh, Vorgrim sollte jetzt aber nicht sterben. Oh, direkt eigentlich ganz gut leben. So, der letzte. Incoming hier. Kein Damage. So, einfach mal voller Vorhauen, Finte. Und jetzt einfach mal alles raus. 2. 10. Finte. 6. Okay. 25 Leben. Okay. Könnte was werden. Also ich denke mal, den Kampf werden wir gewinnen, aber die Frage ist, wie lange das noch dauern wird. Ach ja. Herrlich. Also so ein schon nettes Gemetzel. Rise of Call of Duty. Das ist ein Kampf. Nee, ich finde das echt gut. Also, mir gefällt das. Jetzt haben wir es auch endlich mal geschafft. Also langsam wird es doch anstrengend. Ja, war auch lang genug. Wie viel gibt es denn? 6, ne? Ja, ich lasse die mal vorgehen, verarzte mich in der Zwischenzeit und mache dann schon mal die Abmoderation. Weil ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle einen Cut, dann haben wir das wieder so in der Hälfte geteilt, weil wir sind jetzt auch schon wieder bei 19 Minuten circa. Boah, ziemlich perfekt sogar. Dann passt das ganz gut. Dann würde ich mal sagen, ich verarzte uns noch zu Ende. Und dann haben wir eigentlich recht viel geschafft hier in der Folge. Dann haben wir 3 so Waves geklärt quasi. Von den ersten eigentlich recht einfach waren. Also die ersten 2, die war jetzt recht anspruchsvoll. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Von daher sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und tschüss.